Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Wir sind hier immer noch im nördlichen Brinan-Gebirge, von wo aus wir dann hoffentlich nach Lane kommen werden. Und werden jetzt nun erstmal etwas hier hin und her laufen und nochmal wieder ein paar Monster bekämpfen. Denn mittlerweile gab es ja den Respawn. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir wollen ja auch noch ein bisschen Punkte sammeln. Und dafür werden wir jetzt den Lotusschneider wieder einsetzen. Das ist eigentlich eine ganz gute Waffe gegen diese ganzen Viecher hier. Burn, baby, burn! Sehr schön. 600 Punkte, was kann man mehr wollen? Graben. Please protect us. Das machen wir dann mal bei Rap. Wir müssen einfach immer weiter an den Waffenstufen arbeiten eigentlich. Das ist die oberste Prio. Mit vielleicht ein wenig Wind garniert. Kinder ist jetzt gerade eine Erdstufe aufgestiegen, das ist auch gut. Nehmen aber auch echt kaum Schaden. Machen wir mal den milder Tritt gegen den Gebirgsaffe hier. Hey, der hat nämlich vor, da irgendwie so eine komische Fähigkeit einzusetzen, die ich nicht will. Sehr schön. So, Kinder macht einfach weiter graben. Da kann sie echt nicht mit viel mit falsch machen. Da brauchen wir eh noch ein paar Erdstufen. Ich glaube, noch eine oder zwei dürften es jetzt sein. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir die bis Lane ja sogar zusammen. So, du kannst einfach mal ganz normal angreifen. Macht nicht besonders viel Schaden. Hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt. Fina kann sich immer noch in Graben üben. Ja, also sollte jemals mal jemand aus unserer Gruppe sterben, kann sie auf jeden Fall die Grube ausheben, die zu seinem Grab wird. Mittlerweile ist sie als Totengräber wahrscheinlich am besten bestellt. Oder gestellt. So, 360. Och, das ist doch ganz gut geworden hier. Ja, kann man mitarbeiten. So, gehen wir hier weiter. Hier oben war nichts mehr, aber hier müssten jetzt gleich wieder irgendwelche Affen auftauchen, da sind sie. Und da sind wir wieder in diesem großen Mittelbereich, der halt komplett von Schnee bedeckt ist. Man könnte ja auch mal wieder den Drachenschnitt machen, also machen wir jetzt auch. Gadwin, secret move. Dragon King Slice. Das bringt einfach unsere Waffenstufen auch am schnellsten voran. Die Keule steigt direkt auf. Wundert mich nicht. 400. Waffe 64, Feuer und Erde 32. Mega. Was soll man dazu sonst sagen? So, Mikeroma. Gibt der ganzen Gruppe 50 TP zurück, brauchen wir nicht. So, jetzt sind wir hier auf diesen. Okay. Das ist ziemlich blöd gelaufen. Zumal das jetzt ein doofer Hinterhalt ist. Rap, wie wär's denn mal mit Heulen? Justin muss mal, glaube ich, Bumpeng machen. Bumpeng dürfte die ganze Gruppe eigentlich auslöschen. Giant Blast. Bin mir da ziemlich sicher. Ja, fast. Der eine hier verteidigt sich so ein bisschen. Das war's dann aber auch. So, was bringt uns Bumpeng? 16-16. Erde gleich eine Stufe aufsteigen. Gut. So, hier haben wir jetzt eine Truhe. Steigeisen. 18 Verteidigung und 10 Beweglichkeit zum Wandern. Das ist eine gute Sache. Gibt der ganzen Gruppe 120 TP zurück. Das ist gar nicht schlecht. Dankeschön für einen Freund. Hätten wir eigentlich mal nehmen können. Wahrscheinlich IP eines Freundes. Ich kapiere das einfach nicht. Ich kapiere das wirklich einfach nicht, was es sein soll. Boah, viel besser. Viel mehr Verteidigung. Jetzt müssen wir mal gucken, wo führt denn das alles hin? Oh.
Ja gut, jetzt müssen wir eh kämpfen. Ich weiß halt nicht, wo das hinführt, wo wir jetzt da hingelaufen sind. Ob das richtig ist oder falsch, keine Ahnung. Es sieht so aus, als bräuchten wir wieder ein paar SP-Punkte. Wie wär's mit dem Zerschneider hier? Und den, wenn wir den treffen, müssten wir eigentlich fast alle treffen. Here goes! Ja, immerhin zwei. Feuerpeitsche wäre eigentlich gar nicht schlecht. Machen wir mal Zittern. Take this. Das bringt immerhin ein bisschen was. Ja, das ist okay. Einmal weggemoscht, ey. Also den will ich auf jeden Fall nicht auf einem Metal-Konzert begegnen. Die hauen mich um. Ein Schaden. Rap. Sehr gut. Das liegt aber, glaube ich, an dem Element von Finas Waffe. Da müssen wir gleich nochmal eben nachschauen. Das war, glaube ich, ein bisschen suboptimal. Katzenfisch spart Wasser, ja. Wasser ist hier wahrscheinlich nicht besonders gut, weil das ja Eisviecher sind. Führt dann nicht gerade zu einem Vorteil. Fuck. Direkt wieder angesprungen hier. Ach du Scheiße. Ich bin für Heiler. Und zwar schnell und Rap macht mal den Doppelgänger. Auf den. Now you'll be okay. Er lebt auf jeden Fall wieder. Also er war ja wirklich gerade kurz davor zu sterben. Viel Leben hatte er nicht mehr. Ja, das ist doch gut. Nächste Schneeballwurf. Wieder auf Justin oder was? Nee, diesmal Rap. Erdriss? Das klingt auch nicht gerade. Vielleicht sollten wir da mal die Feuerpeitsche einsetzen. Oh, ich hab sogar die anderen beiden noch getroffen. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir müssen sich verteidigen. Rap ist einfach zu schnell. Fast and Furious nenne ich das. 32. So. Was ist denn hier oben noch? Wieder so ein Ding hier. Das führt uns wahrscheinlich weiter. Würde ich jetzt mal vermuten. Oh. Schneegeiler. Ich zeig euch was. Die Flammenfackel. Blaze brightly, oh flame. Pretty easy. Mit dem Ergebnis war zu rechnen. 24 Feuer. So, was haben wir hier? Wieder so eine Nuss. Kraftsamen. Jetzt müssen wir aber mal was von diesen Samen einsetzen, die wir da haben. Würde ich jetzt mal direkt machen. Wir haben einmal die Kraftsamen, die Stärke bringen. Das würde ich jetzt mal Rap geben. Und dann hatten wir doch noch diese Hemmnuss. Hemmungswahlnuss. Bringt das jetzt nur was? Wann bringt denn das was? Wann kann ich das einsetzen? Das verstehe ich jetzt nicht. Fina sollte vielleicht mal den Heiler benutzen. Bei sich selbst eigentlich auch. Und bei Milda eigentlich auch. Na, das bringt leider auch
auch kaum Stufen in irgendeiner Art und Weise. Oh! Südliches Brinan Plateau, da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Jetzt wissen wir, dass wir da hinkommen hier durch. Ihr habt gesehen, es wird ein ganzes Stück schneeiger noch. Boah, ey, alles voll von diesen Viechern. Wir wollen auf jeden Fall noch auf die andere Seite. Erstmal steht hier Erde an der Tagesordnung. Okay, yo, das ist gut. Rap. Doppelgänger kannst du auch mal wieder machen. Lotus Schneider. Burn, baby, burn! Das haut einfach einen Damage raus. Unglaublich. Gonna thrash you good. So, jetzt kannst du nochmal raufballern. Am besten wieder mit der Flammenfackel. Blaze brightly, oh flame. Und dann haben wir unsere Ruhe. Nice. Not bad, eh? 400. Oh, Justin, Stufe 26. Langsam wird's wirklich heftig. 170 Lebenspunkte, 132 Klugheit und 114 Stärke. Also von den Stats her der absolute Überflieger mal wieder. Das ist auch noch ein Hinterhalt, wollt ihr mich verulten? Na ja, gut, wenn sie meinen, ne? Mach Rap mal die Flammenfackel. 100 million degrees, take that! Das hat noch nicht mal gereicht, für die beiden zumindest nicht. Graben! Please protect us! Justin kann die ja umboxen. Klassischer Nahkampfangriff. Sollte es hier auch tun. Klasse. What a cinch. Gute Teamarbeit. Kann ich nichts gegen sagen. So. Oh. You serious? Ja, viel können wir ja auch wieder nicht machen. Bleib mal bei Boom Peng. Giant Blast! Erde! What a thing! Erde, Erde! Sehr schön. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Wie sieht's bei Justin da eigentlich aus? Er ist jetzt Erde 15, Feuer 24. Es gibt hier noch eine Fähigkeit, da brauche ich aber Erde 20 und Erde 19. Na gut, das dauert ja noch ein bisschen. Und Wind bräuchte ich auch noch 3 Stufen und Feuer nur noch 1 Stufe. Dann kriege ich hier auch noch eine neue Fähigkeit dazu. Das müsste doch jetzt auch noch irgendwo hinführen, oder? Nee, führt es aber nicht. So eine Scheiße. Habe ich jetzt alles umsonst gemacht, den ganzen Dreck. Ich hatte hier doch noch irgendwas gesehen. Das hatte mich ein bisschen verwirrt. Und zwar hier oben. So, da drüben sieht man doch jetzt noch was. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Wie kommt man da drüben hin? Irgendwie muss man da doch hinkommen. Also von hier nicht.
Wir müssen herausfinden, wie man da hinkommt. Also von hier nicht. Von hier aber auch nicht. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Die einzige Erklärung, die ich hätte, wäre, dass man tatsächlich nochmal von dem südlichen in die nördliche irgendwie zurückkommt. Um da dann eben in dieses kleine Gebiet zu kommen. Oder ich habe jetzt etwas völlig übersehen. Justin, wie wäre es mit Flammenfackel? Ist doch fast augenblicklich dran. Boah, das hat Rap so in Aufruhr versetzt, dieser Angriff, dass er erstmal so ein paar Trippelschritte machen musste. Heftig. So. Ja, dann lassen wir das jetzt. Dann gehen wir jetzt ins südliche Brinan-Plateau. Und gucken uns dann mal an, was wir dort noch machen müssen. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was vor uns. Denn wie ihr sehen könnt, ist es jetzt sehr, sehr schneeig geworden. Liegt Lane deswegen komplett im Schnee? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Drei Wege gibt's hier. Auch natürlich wieder jede Menge Viehzeug. Erstmal. Please protect us. Rap, ganz normaler Angriff, würde ich sagen. Und Justin macht wieder den Lotus-Schneider. Miller, auch ganz normaler Angriff. Burn, baby, burn! Und Justin hat erlernt, Feuerbrennen. Das ist diese Stufe 25 Feuerfertigkeit oder Magie. Zauber Level 3. Den können wir uns dann gleich auch nochmal angucken. Please protect us. Ah, Finn hat erlernt, beschleunigen. Auch eine neue Fähigkeit. Ein neuer Zauber. Gucken wir uns erstmal hier das an. Feuerbrenner kostet 8 Magiepunkte. Verbrenne einen Gegner mit Feuer. Also was Flammenfackel dann für alle Gegner ist, ist Feuerbrenner für einen einzigen. Sollten wir uns daher, wie gesagt, auch mal anschauen. Rap kann erstmal die anderen auslöschen hier. See my power! Ja, das war jetzt natürlich ein verfälschtes Ergebnis durch die Tatsache, dass er verteidigt hat. Genau, wir haben jetzt hier auf Stufe 3 beschleunigen. Wald, Lebenskraft erhöht Klugheit eines Freundes. Können wir uns ja mal anschauen. Wenn wir das jetzt mal eben machen hier. Please protect us. Sieht dann so aus. Verbessert natürlich unsere Klugheitsstufe enorm. Alright, we won! Sehr, sehr schön. Waffe 38, Feuer 34, Rap 48. Auch gut. So, was gibt es jetzt hier in Südbrinan noch zu sehen? Da kommen wir nicht rüber. Interessant. Hier gibt es wieder jede Menge Viehzeug. Was haben wir hier? Oh ja. Verstehe. Der müsste jetzt eigentlich ermöglichen, dass wir hier rüber gehen können. Tut er auch. Frage ist, ist das der eigentliche Weg oder ist hier nur was zum Looten? Hier ist was zum Looten, na immerhin. Feuerschwert.
Gar nicht schlecht. Da kann ich den eigentlich wegschmeißen. Ich meine, gut, ich hätte es... Am liebsten hätte ich es natürlich verkauft. Feuerschwert. Problem ist nur, ich bin ja gerade dabei, Keule zu leveln. Wir leveln noch 3 Stufen Keule und dann machen wir mal mit Axt weiter. Damit wir bei Stärke wieder mal ein bisschen nachziehen können. Die Frage ist, wo das jetzt noch alles hinführt. Rap kümmert sich jetzt erstmal wieder mit Doppelgänger um die Feinde. Justin, du machst mal wieder den Lotusschneider auf den da. Und Fina, würde ich sagen. Ah, benutzt mal den Heulieb. Gonna thrash you good. Take this. Oh, Justins Aktion wurde leider abgebrochen. Aber er kann sie wieder nachholen. Keule Level up. Großartig. Geht jetzt so fix. Ach, das dürfte eigentlich keinen Schaden machen. Mehr. Okay. Milda, ich glaube, du musst da mal raufhauen. Ja, wo die hinhaut, da wächst auf jeden Fall kein Gras mehr. Hier ist ansonsten nur Geld. Das heißt, aus diesem Bereich können wir an sich komplett verschwinden. Hier hinten war ja nur der Schneeball, den wir zu dieser riesigen Schneekugel haben werden lassen. Dann können wir jetzt hier mal diesen Weg entlang gehen. Wir finden da wahrscheinlich auch wieder irgendwas zum Looten. Doppelgänger hier. You'll never get away. Oh, sogar den anderen da unten auch noch getroffen. Das ist nicht schlecht. Burn, baby, burn. Gonna thrash you good. Dagger Level Up! Jetzt die Frage, wie weit wir mit Daggern jetzt sind. 17. Nicht schlecht. Ein bisschen müssen wir aber noch. Theoretisch bis zu 24 und dann auf Schwerter wechseln. Oh. Diese dämlichen Affen. Oh, wind twist like a tornado. Na, wir brauchen schon noch Erde. Und Peng. Kostet natürlich immer einiges an Magiepunkten, aber das ist gut investiert. Kein Gold. Traurig. Oh, Milda ist eine Stufe aufgestiegen, dass ich das erleben würde. Wahnsinn.
So. Das war hinterhältig. Rap, rette uns. Ui. Fuck, sogar ein Abbruch. Miese Scheiße. Na komm, dann kriegt ihr jetzt Boompeng um die Ohren. Giant Blast. Da kenne ich ja gar nichts. Ja, verdient. Alright, verdient, würde ich sagen. Die bringen dann auf einmal 800 Gold. Ist klar. Rap steigt eine Stufe auf. Sehr, sehr gut. Bringt ein bisschen was. Da sind überall Affen. Was ist das hier für ein Schwert? Oh. Zauberblockeffekt. Mein lieber Herr. Wollen wir auf jeden Fall haben. Gott sei Dank haben die mich jetzt nicht angegriffen. Oh, sehr gut. Ah, okay, da können wir jetzt auf der anderen Seite weiter. Das heißt, dieses Gebiet ist komplett fertig. Können wir eigentlich mal irgendwie... Ah ja, wir könnten bei Fina hier... Könnten wir den Allheiler Plus benutzen? Ja, das war doch gut. Und dann noch diesen Heiler hier. Wir kommen nur langsam voran bei ihr mit Wasser, aber wir kommen voran. Ist jetzt auch nicht das perfekte Gebiet, um irgendwelche Wasserskills zu trainieren. Das gebe ich ja zu. Das gebe ich ja zu. Zu. So viele Wege, die man einfach gehen kann. Es ist ein klein wenig unglaublich. Mach mal den Heuli, komm. Oh, Wind, twist like a tornado. Wind Level up, ist immer gut. All right, we won. Wieder Justin den Schlussstrich gezogen. Das macht er gerne mal. So, wo führt das hin? Zufällig zu dem... Ja. Eine Truhe. Das könnte tatsächlich auch das Ende des Gebiets sein. Mach mal den Splitter hier. I'm gonna knock y'all down at once. Ha! Hurrah! Wahnsinn. No problem. Woo! Sie brauchte auch mal wieder ein Erfolgsgefühl. Ich meine, wir behandeln sie ein bisschen stiefmütterlich. Das hat aber auch seine Gründe. Explosionstalisman. Feuer und Erde jeweils.
Besser als die Tränke. Yo! Besser als die Tränke, wollte ich gerade sagen. Ui. Das tut weh. Das kann hier leider jetzt auch nichts wirken. Er könnte aber Bumpeng wirken. Giant Blast! Und damit die ganze Sache beenden. Steigt Fina eigentlich bald mal wieder auf? Oh ja, steigt sie sogar. So, das führt wahrscheinlich aus dem Gebiet raus. Oder doch nicht?